Borges, Federrittel. Schneller Abschluss. Ah, die Fackeln eben nicht lang. Da sehen Sie, wie schnell die sind. Die Passwege werden dicht gemacht. Dann Ballvortrag. Sofort der erste Blick geht. Wie kann ich abschließen? Gibt es die Chance? Gibt es die erste Option? Rodgers in der Linkshänder von draußen für drei. Ja. Schwedhelm aus dem Lauf heraus. Schwierig, aber... Abgeschlossen von Jason Boone. Schaut zum Schiedsrichter und sagt, kann nicht sein, der steckt mir auf den Arm. Für drei. Schießt. Gute Rebound-Arbeit. Ein bisschen geschenkt natürlich auch hier, dass Boone dann noch in Ballbesitz im empfangbaren Fernsehen ihm zwei Spiele liefern. Denn es wird ja auf jeden Fall irgendwo zwei vierte Spiele geben. Ja, lieber Mann. Kempel, oh, so wahnsinnig weit draußen, ja, um Himmels Willen. Und das ist die druckvolle Verteidigung. Wenn sie funktioniert, ist das natürlich wahnsinnig effektiv. Die Göttinger haben jetzt vier Mannschaftsfouls bereits in diesem dritten Viertel. Für drei. Ja. 54-54, enges Höschen in der Lokhalle. So soll es doch sein. Korrekter Block. McNaught von der Bank ins Spiel. Punkte plus Foul. Optimaler Einstand. Und Ballbesitz Göttingen. Anderson für den Korbleger für zwei. Ja, da war so ein bisschen noch die Aufregung. Macht er ihn, will er ihn stopfen oder geht er auf Nummer sicher? Und lieber die zwei Punkte locker mitnehmen. Watches die. Pick and roll mit McNaught. Schmeißt sich Campbell ihm in den Weg und dann wird abgeschlossen per Dunking von Chris Oliver. Und sie sehen, wie die Göttinger da rumpassen und nicht wissen, wie sie dieses System knacken sollen. Jacobs. Anderson von draußen. Und mit Foul. Rochesley. Kein Foul bisher. 4 Sekunden auf der Uhr. Anderson und der Ball springt rein, ist drin. Mehr zur BeKo Basketball Bundesliga live auf Sport1 im TV und sport1.de.